Hey Leute, willkommen zur neuen Folge von Mein nächstes Auto. Wir kommen gerade aus Österreich vom Red Bull Ring. Da durfte ich gestern meine erste Pole Position und meinen ersten Sieg im McLaren 570S GT4 Rennwagen feiern, zusammen mit Team GT und meinem Teamchef Bernie. Der hat gesagt, bleib doch noch einen Tag hier auf dem Highway in München. Ich habe da was für dich, was vielleicht dein nächstes Auto werden könnte. Und zwar hier hinter mir steht schon, das hier ist praktisch die Hardcore-Straßenversion von meinem Rennwagen. Bernie hat sie liebevoll die Elte getauft, denn das hier ist der McLaren 600 LT. Schon auf den ersten Metern hier merkst du, das ist einfach verdammter Sportwagen. Das Ding ist kein normales Auto. Das ist eine Maschine, da sagt selbst die Kamera, ich gehe einfach mal gerade komplett zur Seite. Es ist alles einfach super mechanisch, ja. Also du hörst nicht nur wie bei einem AMG, jetzt sag ich mal, so ein tiefes V8 blubbern, was dann zu einem Grölen wird, oder wie bei einem Ferrari vielleicht so ein Schreien, oder selbst so ein Porsche Sechszylinder-Boxer, der, wenn er hochdreht wie beim GT3, dann schreit er auch einfach richtig. Aber hier ist so mechanisch, du hörst alles, was in diesem Auto mechanisch passiert. Das kommt mit dem Kameramikro vielleicht nicht so rüber. Dazu kommt, die Lenkung ist super direkt, so egal bei welchem Tempo. Du kannst einfach zack, zack rübergehen. Der Motor sitzt hier direkt hinter einem, der Auspuff geht da oben raus. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre hier, so eine, wie man sie eigentlich nur von der Rennstrecke kennt, aber eben als Straßenfahrzeug. Genau meine Lieblingsansicht vom Auto, so schräg von hinten. Das Teil sieht so böse aus, aber erstmal braucht ihr ein Perfekt zum Auto. Wie der Name schon sagt, verrichten hier 600 PS ihren Dienst aus einem 3,8 Liter V8 Biturbomotor. Von 0 auf 100 geht es in 2,9 Sekunden und 328 km/h Spitze sind drin. Los geht der ganze Spaß ab 230.000 Euro. Das LT steht übrigens für Long Tail, denn der Wagen ist hier ein bisschen länger als die normalen McLaren Modelle. Und das hat Tradition, denn seit dem F1 GTR Long Tail sind eben die sportlichsten McLaren Modelle LT Modelle. Die zeichnen sich zum einen durch mehr Leistung aus, aber auch dadurch, dass sie halt viel leichter sind und aerodynamisch ausgefeilter, was häufig halt darin resultiert, dass man den Wagen auch ein bisschen länger machen muss. Wir haben hier zum Beispiel einen feststehenden Flügel drauf, der natürlich ähnlich wie bei meinem Rennwagen einiges an Downforce generiert. Genauso hier unten einen riesigen Diffusor. Auch ganz nettes Detail, schaut mal, hier in der mittleren Finne ist einfach die Rückfahrkamera verbaut. Die ist nämlich gesetzlich vorgeschrieben in den USA und, sagen wir ganz ehrlich, praktisch ist sie auch. Wir parken nachher nochmal mit dem Wagen ein, dann werden wir die auch noch brauchen. Falls ihr genau hingeschaut habt, seht ihr auch, das ganze Ding hier ist Carbon. Alles ist Carbon. Muss man dazu sagen, nicht alles Carbon, was ihr hier seht, ist Serie, sondern Bernie hat einfach alles angeklickt, was irgendwie Carbon-Teile waren, damit der Wagen schön leicht wird. Aber auch durch das ganze Teil hier wird halt einfach jede Menge Downforce erzeugt. Und wie breit es auch ist, hier über die Reifen hinweg. Aber Bernie, jetzt sag du mal als Besitzer von diesem schönen Gerät hier, erstmal, was findest du am besten am Auto? Also am besten von dem Auto finde ich erstens mal, das McLaren ist für mich natürlich. Also klar, ich habe ja vorher den 720S gehabt, ein bisschen groß für die Stadt. Ich habe ja ein Auto für die Stadt gesucht, so ein bisschen so ein Citycar. Und da dachte ich mir, nehme ich das kleinere. Damit es auch schön leicht ist, habe ich das ganze Carbon-Tag mitgenommen, weil das Auto schön leicht hat, nur ca. 1250 bis 1280 Kilo. Deshalb auch die leichten Sitze. Senna-Sitze. Wie viel wiegt ein Sitz? 3 Kilo. Ein Senna-Sitz hat 3 Kilo. Ein Sitz hat 3 Kilo. Das sind die Originalsitze, die auch im McLaren Senna verbaut werden. So sehen die hier aus und das ganze Ding wiegt einfach nur 3 Kilo, der ganze Sitz. Ich habe letztens Flugzeuge geguckt. Ich bin ja auch ein bisschen Flugzeugfan und die haben jetzt Economy-Sitze, wo die ganz stolz sind, dass sie 4 Kilo wiegen pro Sitz. Also 4 Kilo. Was ich dir versprechen kann, dass es nie ein Economy-Sitz wird. Also das ist ein bisschen schwierig, aber er ist leicht, trotzdem. Und ich finde es gut, dass in den Kofferraum vorne passt eine Kiste Bier rein und ein paar links und rechts 2 Burger. Also der Kofferraum natürlich vorne. Da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man das ist ein Schlafanzug, Max Schlafanzug. Und da passt tatsächlich eine Kiste Bier. Das sieht nicht so aus, aber wir haben schon ausprobiert, weil es war ein Kaufkriterium. Okay, okay. Und das ist Burger. Echt erstaunlich groß. Und Brot. Ein praktisches kleines Auto. Ein praktisches kleines Stadtauto. Und das noch schnell ist. Also wenn man es eilig hat, wenn man zum Beispiel so ist wie du, dass du immer zu spät kommst, könnte das Auto dir entgegenkommen, weil wenn du trotzdem mal wieder verschläfst, holst du es einfach mit dem Auto wieder raus. Dann aber bist du trotzdem pünktlich, obwohl du verschlafen hast. Komm doch an, wie lange die Strecke ist. Bernie hat mir schon verraten, von München nach Stuttgart kommst du da mit einer Tankfüllung. Ja, fast. Sind ja immerhin 200 Kilometer. Aber das, wenn man schnell fährt, braucht es halt ein bisschen mehr. Ich habe jetzt noch einen Termin und jetzt muss ich das Auto einfach mal alleine überlassen, was mir keine Sorgen macht. Du bist ja gestern auch gut umgegangen. Ich habe eigentlich so eine ähnliche Kiste. Richtig. Und deshalb vertraue ich das jetzt einfach mal an
bin jetzt schnell weg und komme dann wieder. Und ich hoffe, ich sehe jetzt zwei Seiten samt Auto noch hier, blöd wäre. Vielleicht fahren wir in der Zwischenzeit ein bisschen rum. Wenn es dann tatsächlich dein neues Auto schon ist, und zwar ab jetzt dann. Kein Alltagswagen. Also egal, was Bernie sagt, ganz ehrlich, sowas fährt man normalerweise nicht im Alltag. Außer man ist so verrückt, wie zum Beispiel Bernie oder ich, und möchte das einfach, möchte dieses Rennstrecken-Feeling eben auch im Alltag haben. Auch wenn es nicht gerade bequem hier, es ist ein bisschen ruppig mit dem Gas geben. Wenn ihr jetzt so schneller fährst, ist die Schaltung super, aber wenn ihr, sag ich mal, im Stau bist, ist es ein bisschen hakelig. Dafür ist das Auto nicht gemacht, aber du hast wirklich einfach dieses Rennstrecken-Feeling. Das untermauert auch von einer Leistung in einem Auto, wie ich sie noch niemals erlebt habe. Weder als Fahrer, noch als Beifahrer, noch auf der Rennstrecke, noch auf der Straße. Nie. Wenn du hier einfach mal aufs Gaspedal drauf drückst und dieser Wagen einfach so schnell beschleunigt, und ich kann ja nicht mal gerade voll alles machen, weil es fängt leider ein bisschen an zu regnen mittlerweile, aber man sitzt hier einfach drin und denkt sich, das hier, das ist doch nicht möglich. Du fühlst dich wirklich hier sofort, als ob du auf der Rennstrecke bist, aber nicht in irgendeinem Auto, sondern in einem Spaceship, weißt du, wie bei Star Wars, so fium, fium, fliegst du da so durch. Und gleichzeitig hat das Auto einen Grip, du spürst im Lenkrad alles, du hörst alles. Es hört sich auch, da fängt es an zu blitzen. Du hörst aber auch, sag ich mal, unschöne Geräusche, die nervig sind. Also hört ihr zum Beispiel dieses Geräusch hier. Ich glaube, das sind die Gurte hinten, die extra Renngurte. Man hat eine normale Gurte und für die Rennstrecke noch so 5-Punkt-Gurte. Die vibrieren da die ganze Zeit. Ich habe da auch schon alles probiert, damit das aufhört. Aber die gehen immer wieder zusammen und dann hört es wieder so an. Also das ist kein Auto hier für irgendjemanden, der Komfort für eine Langstrecke oder irgendwas hat. Also hier mit 1000 Kilometer, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, von Köln aus zur Rennstrecke, zum Red Bull Ring zu machen, das macht keinen Sinn in so einem Auto. Es sei denn, man möchte das. Wenn man darauf steht, sich selbst weh zu tun oder bereit ist für den Genuss, den man mit so einem Auto schon haben kann, eben all diese Kompromisse einzugehen. Man muss wirklich verrückt sein, um das hier cool zu finden. Aber dann wird der Turbo selbst ein. Das ist ab und mal, da kam gerade eine Flamme raus. Yo! Okay, ihr habt es nicht gesehen, aber beim Runterschalten gerade, bumm! Wir stellen es mal hier unten in den Komfortmodus, ja? Also, ich weiß nicht, ob sich irgendwas wirklich verändert. Wir haben jetzt eine andere Anzeige da drin. Wir sehen übrigens auch vorne rechts, der Reifen ist noch kalt. Oder mittlerweile sind sogar beide Vorderreifen kalt. Wie schnell geht das denn? Also, hier sind natürlich Semi-Slicks drauf, nicht für dieses Wetter gemacht, deswegen jetzt easy alles hier. Aber das ist alles einfach Technologie für die Rennstrecke. Was soll ich sagen, auch wenn man damit auf normalen Straßen unterwegs ist, es ist schon verdammt cool. Alles komplett Alcantara hier, dann hast du diese orangenen Kontrastnähte an der Seite. Du hast die 12 Uhr Markierung oben auf dem Lenkrad, die eben auch hier in orange ist. Das ganze Infotainment-System ist einfach hier so ein kleiner Touchscreen, der nicht so gut funktioniert. Ja, also man muss richtig drauf drücken, dann hier baut sich langsam die Navi-Karte auf. Sogar Tempolimit zeigt da. Na, schaut mal, wir fahren alle ordentlich, ja? Alles schön ordentlich hier. Aber was sagst du, Tim? Das ist wirklich das erste Auto, wo ich wirklich Angst habe beim Mitfahren. Was? Wirklich, also ich vertraue dir komplett beim Fahren und ich weiß, dass du ein guter Fahrer bist, aber es ist abnormal, diese Beschleunigung. Ich dachte ja schon in der S-Klasse, 612 PS sind schon krass, aber es hat auch einfach ein riesen Schiff. Das wiegt fast doppelt so viel wie der. Eben. Und der ist so leicht und der fliegt fast über die Straße, ist nicht mehr normal. Wirklich. Okay, Leute, Mitarbeiter hat echt angefangen, so krass hier zu regnen, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und mit dem Auto hier ist halt auch ein weiterer Punkt. So, du kannst in so einem Regen kaum fahren eigentlich. Also ich muss jetzt richtig schleichen hier. Also abgesehen von den ganzen Komfortpunkten, auch alleine wegen Wetter, ist das hier kein Alltagsauto. Wir haben es auch endlich geschafft, das Navi auf München wieder einzustellen, dass wir zurückfahren können. Das ist wirklich das beschissenste Navi, was ich je in einem Auto irgendwie bedient habe. Allein zu finden, wie man das einstellt, also... Nee, sorry, das ist wirklich Unsinn. Man muss aber sagen, ich habe jetzt alles hier auf Easy-Modus gestellt und fahre jetzt mit angepasster Geschwindigkeit für den Regen. Und es ist nicht schlimm. Also man hat jetzt nicht Angst, dass man gleich stirbt und hier wegrutscht oder so, obwohl es wirklich ein krasser Regen ist, sondern man kann hier schon mehr oder weniger easy jetzt zu Ende fahren. Und ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels, ja, das Wetter wird gleich wieder besser. Ich weiß nicht, was dieses Auto toppen soll, aber seien wir ganz ehrlich, für den Alltag...
zum Fahren ist das Auto schon sehr, sehr geil. Aber wenn es mein nächstes Auto werden soll, dann muss ich damit halt auch einkaufen fahren können. Und das ist mit so einem Auto gar nicht so leicht. Es ist zum einen natürlich sehr, sehr breit und man hat Flügeltüren. Es ist unübersichtlich. Ich meine, wenn ich da jetzt so hinten rausschaue, so, also ich sehe da absolut 0,0 gar nicht, wo ich da hin muss. Wir versuchen es jetzt trotzdem mal. Und zwar rückwärts. Also hier unten Rückwärtsgang rein. Das geht schon mal easy. Okay. Oh, und guck mal hier. Direkt im Display Rückwärtskamera. Das ist natürlich schon mal relativ stark. So. Aber gut, Lenkrad ist sozusagen direkt davor. Also reicht das. Ja gut, der Wendekreis ist auch eher entscheiden. Aber schau mal hier, ich bin genau in den Linien drin. Oh, jetzt habe ich einen Scheibenwischer angemacht. Wie stoppe ich den? Off. Okay. Wenn ich halt hier oben in den Spiegel reingucke, ja, sehe ich eigentlich nur Einkaufswagen hinterm Auto. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich noch fahren kann. Dann muss ich mir jetzt einfach hier auf die Kamera verlassen. Nur wie weit da hinten kann ich? Es ist der rote Strich hier. Man sieht hier halt keinen Anhaltspunkt. Ich meine, eigentlich müsste ich hier jetzt anhalten. Ich kann jetzt auch schwer einmal nachgucken. Alter, hört euch mal den Lüfter. Oh Gott, und die Tür. Oh, man darf die Tür gar nicht so aufmachen, wenn ein Auto neben einem ist. Aber hört euch mal diesen Lüfter hier an. Der Motor, wenn er hier so langsam in der Stadt ist, dafür ist er nicht gemacht. Der muss einfach richtig krass gekühlt werden. Also irgendwie nachts leise zu Hause einparken geht nicht. Also aussteigen ist so. Ja, geht schon. Also man muss dazu sagen, der hier hat auch sehr, sehr gut geparkt. Aber ganz ehrlich, ja, hier ist der Strich. Ich habe so davon geparkt. Aber die Tür, die geht halt locker so bis hier einfach. Schaut mal, wo meine Füße sind und wo die weiße Linie ist. Also in engeren Parkplätzen könnte man hier schon manchmal so seine Probleme bekommen. Trotzdem einfach ein extrem cooles Auto. Und ich meine, ich wäre bereit, für den Alltag Kompromisse zu machen, denn mit dem Ding rumzufahren, das entschädigt schon dafür, dass es natürlich in solchen Situationen eher unpraktisch ist. Also was heißt eher unpraktisch? Es ist komplett unpraktisch. Vielleicht wird mein nächstes Auto aber auch nicht der 600 LT, sondern vielleicht der 570 GT. Das ist nämlich die Grand Touring Variante von diesem Auto. Nur 570 PS, also 30 weniger, ein bisschen weniger hart, ein kleines bisschen schmäler, aber mit großem Glas-Panoramadach und hinten ein extra Kofferraum. Das ist so ein bisschen ein Traumauto von mir. Es gibt aber auch eine etwas preissensiblere Alternative zu diesem Auto, und zwar ist das der alte Porsche 911, und zwar der 997 Targa. Der hat dann hinten auch einen Kofferraum mit Glasscheibe zum Öffnen, Glas-Panoramadach, bisschen kleiner, bisschen günstiger, bisschen normaler. Diesem Auto fällt man nämlich auch extrem auf. An jeder Ecke waren Fotografen hier in München, so Carspotter, die Fotos davon gemacht haben. Die Leute gucken, man hört es aus, natürlich auch krass. Also vielleicht soll ich den auch mal hier in meiner Serie mein nächstes Auto anschauen. Falls ihr ansonsten noch Autovorschläge habt, was ich mir unbedingt mal anschauen, mal testen sollte, was mein nächstes Auto werden könnte, dann schreibt es mir einfach mal hier unten rein in die Kommentare. Und ansonsten natürlich auch eure Meinung heute hier zum McLaren 600 LT. Das war's für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt da nach oben, wenn es euch gefallen hat, und aktiviert die Glocke, wenn ihr die nächsten Videos hier nicht verpassen wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.